wäre das doch schon die Latte. Aber der Weg bis zum Hochsprung ist für die Hochspringerin Ariane Friedrich nach ihrer langen Verletzungspause noch weit. Es ist Dezember. Zeit für intensives Krafttraining. Aber Ariane ist guter Dinge. Ich freue mich aber dann wieder dabei zu sein und nicht einfach an der Bande sitzen zu müssen oder vorm Fernseher sitzen zu müssen oder vorm Live-Ticker und die Ergebnisse dann zu beobachten und man kann nicht aktiv eingreifen. Das ist, glaube ich, das Grausamste, was man eigentlich einem Athleten antun kann, wenn er nicht dabei ist. Jetzt ist sie wieder mittendrin. Mit ihrer Trainingspartnerin Julia Wanner und ihrem Trainer, Manager und Förderer Günther Eisinger. Aber der Trainingsalltag hat sie alle, auch in der Weihnachtszeit, fest im Griff. In letzter Zeit gab es viele Höhen, weniger Tiefen, von daher bin ich sehr zufrieden. Bin auch im Moment sehr ausgeglichen. Das ist nicht ganz so üblich immer für die Jahreszeit bei mir gewesen, weil ich sonst immer in den letzten Jahren überlegt hatte, oh Gott, das und das mache ich jetzt. Wie sieht das dann in der Saison aus? Wie kann ich das umsetzen? Und jetzt versuche ich das ein bisschen gelassener anzugehen. Gelassener, aber nicht weniger trainingseifrig. Denn Ariane Friedrich will zurück. Zurück in die Weltspitze. Das Ziel ist klar. Die Olympischen Spiele im nächsten Sommer. Natürlich ist London der absolute Traum und ich will auf alle Fälle dabei sein. Ich werde auch alles dafür tun, dass ich dabei bin. Aber wie ich im Endeffekt an die Spiele rangehe, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich jetzt nicht weiß, welche Höhe ich im Sommer anbieten kann. Sollte ich mich wieder um die 2 Meter einpegeln, dann werde ich auf alle Fälle um eine Medaille kämpfen wollen. Gut, das werde ich so oder so wollen, egal wie hoch ich springe. Sie wird sich wieder einpendeln müssen. Zwischen dabei sein ist alles und den Kampf um Gold. Die Fortschritte im Training sind beachtlich. Was das für ihr Hochsprung-Comeback Ende Januar bedeutet, das bleibt offen. Klar ist, ihr Wetterwunsch für London. Ich wünsche mir Regen. Wenn ich dabei bin, wünsche ich mir Regen. Die Weihnachtswünsche ihrer Fans, Freunde und Sponsoren sind sicher ganz andere. Alle hoffen, dass sich die Schinderei auszahlt für Ariane und dass bald die Hochsprunglatte statt der Hantelstange in ihren Fokus rückt.